Ich begrüße euch zum nächsten Knoten-Tutorial. In diesem Video gucken wir uns den Schlaufenknoten an. Den Schlaufenknoten können wir sowohl in geflochtene Schnur als auch in monofile oder wie in diesem Fall Fluorocarbon binden. Ich demonstriere das Ganze heute mal mit geflochtener Schnur. Ihr nehmt das Schnurende, legt es parallel und eine Schlaufe entsteht. Dann legen hier eine Schlaufe und gehen mit dem Schnurende je nachdem ein oder zweimal hindurch. Bei dieser geflochtenen würde das vermutlich schon ausreichen. Dann habt ihr hier so eine Schlaufe, die ihr dann zuziehen müsst. Wenn ihr dünnere Schnüre benutzt, kann es hilfreich sein, 4, 5, vielleicht 6 Mal hier durchzugehen. In diesem Fall reichen die 2 Mal. Ich ziehe es zu, gehe hier einmal in die Schlaufe rein, schön das zuziehen kann. Das überstehende Ende schneiden wir ab und fertig ist der Schlaufenknoten.